Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist David Elm von Mein Makler Elm und heute geht's um Elektromobilität. Sinnbildlich dafür haben wir einen wunderschönen taktikgrünen e-tron GT hergestellt und möchten heute ganz gezielt auf einige eurer Fragen eingehen, einige Mythen eingehen und euch einfach die Elektromobilität ein bisschen näher bringen. Das heißt, was kostet mich eine Tankfüllung, wenn ich sehr schnell laden möchte? Wie günstig kann ich laden oder tanken? Wie lange hält mir der Akku auch tatsächlich? Also welche Reichweiten? Und ist es denn tatsächlich so, dass ich, wenn ich im Stau stehe, die Klimaanlage nicht einschalten kann, weil ich dann nicht mehr ans Ziel komme? Seid also gespannt. Es wird ein toller Drehtag heute und ich freue mich schon drauf. Heute geht es um Elektroautos im Allgemeinen. Trotzdem möchte ich euch ein paar Daten vom Audi e-tron GT mitgeben. In 4,1 Sekunden von 0 auf 100, eine Leistung von 476 PS und ein Leergewicht von 2350 Kilogramm. Durch die Batterie ein sehr, sehr geringer Schwerpunkt, lässt sich also wirklich klasse fahren. Man merkt ihm das Gewicht im Prinzip gar nicht an. Er hier bringt einiges an Ausstattung mit. Der Gesamtpreis von 143.000 Euro kommt durch eine Keramikbremsanlage, durch die Allradlenkung, Luftfahrwerk, Head-Up-Display und vieles, vieles mehr noch zustande. Das Panoramadach übrigens ist aber serienmäßig. Das finde ich ganz toll bei dem Auto. Ja, aber Elektromobilität, Elektroautos im Allgemeinen. Darauf wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen und möchten da jetzt auch gleich anfangen mit den Fragen, die ihr gestellt habt und diese auch beantworten. Frage Nummer 1. Die Vanessa möchte wissen, wie ist der Sound? Elektromotoren haben eigentlich keinen Sound. Dafür werden Lautsprecher verbaut. Bei dem e-tron GT zusätzlich oder optional verfügbar auch nochmal ein Sportsound. Wie sich das genau über die Lautsprecher anhört, hören wir uns am besten mal live an. Nächste Frage. Der Lukas möchte wissen, welche Reichweite bei Langstrecke Autobahnen zwischen 160 und 200 km/h dieses Fahrzeug hat. Aus der Erfahrung kann ich sagen, wir sind die ersten 100 Kilometer Autobahn gefahren. Und klar, wir sind eingestiegen und haben natürlich auch gleich ein bisschen was ausprobieren wollen, sind also etwas zügiger unterwegs gewesen. Ich würde sagen, eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 160 und 180 Stundenkilometer. Wir haben statt 100 Kilometer Reichweite 130 Kilometer Reichweite verbraucht. Und wenn ich das jetzt hochspiele, kann man sagen, dass das Auto dann ungefähr 330 Kilometer kommt, wenn man wirklich zügig unterwegs ist. Die nächste Frage kommt von Max und der möchte wissen, wie gut ist die Qualität des Soundsystems? Serienmäßig hat der Audi e-tron GT das Audi-Soundsystem verbaut und mit dem kann man schon echt zufrieden sein. Wer mehr möchte, kann optional noch das Bang & Olufsen Soundsystem mit 3D-Klang bestellen. Für absolute Soundliebhaber auch echt ein Muss. So finde ich es zumindest. Der Matthias möchte wissen, wie schnell lädt das Auto? Und ja, da kann ich beantworten, er schafft bei 270 Kilowattstunden in 10 Minuten 240 Kilometer Reichweite. Oder wenn sich der Akkustand bei 5% befindet und ich möchte auf 80% laden, dann braucht er 22,5 Minuten. Der Jonas fragt, was kostet eine Tankfüllung? Eine sehr gute Frage und tatsächlich auch ein bisschen umfangreicher, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Wenn man zu Hause lädt, wir haben einen Kilowattstundenpreis von 33 Cent und ich mache den von komplett 0% auf 100% voll, dann muss ich investieren 31,70 Euro. Das sind 95 Kilowattstunden, weil man ein bisschen Wärmeverlust hat. Und ja, 31,70 Euro die Tankfüllung. Runtergerechnet auf 100 Kilometer sind es circa 7 Euro und ein paar zerquetschte auf 100 Kilometer. Wenn ich an der Autobahn tanke, für 1 Euro pro Kilowattstunde, bin ich aber halt auch meine 95 Euro los. Und das ist runtergerechnet 22 Euro auf 100 Kilometer. Vergleichsweise, ein kleiner Diesel, ein 6er Motor, wird ungefähr mit 12 Euro auf 100 Kilometer gerechnet. Ein Benziner, der schon ein bisschen mehr Spaß macht, mit 9 Liter pro 100 Kilometer, wird ungefähr mit 17 Euro auf 100 Kilometer gerechnet. Nur damit man mal grobe Hausnummern weiß. Wenn man intelligent tanken möchte, dann nutzt man Möglichkeiten wie IKEA, kostenloses Tanken, teilweise Aldi, McDonald's-Filialen
Also ich kann mir so eine Reise schon so zusammenstellen, dass ich vielleicht auch hier an der einen oder anderen Zapfsäule ein bisschen was sparen kann, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit investieren muss, aber man hat für alles Möglichkeiten. Das kommt immer darauf an, wie schnell ich an meinem Ziel ankommen möchte. Janine fragt, reicht der Kofferraum? Die haben da mal was vorbereitet. Und zwar, ja, die erste Tasche meiner Tochter. Dann der große Reisekoffer. Der mittlere Reisekoffer. Und der kleine Reisekoffer. Also, das ist unser Gepäck, wenn wir in den Urlaub fliegen, als dreiköpfige Familie. Und ey, Chapeau, Hut ab. Passt einwandfrei in das Auto rein. Wir können ja aber mal einen Vergleich starten. Verhältnismäßig hat der Audi A7 ja einen sehr, sehr großen Kofferraum. Das Schöne beim A7 ist, dass sich die komplette Heckklappe mit Heckscheibe öffnet. Und mal sehen, wie viel da reinpasst. Ja, er ist vielleicht ein bisschen luftiger. Der Vorteil beim Audi A7 ist, dass wir hier noch die Hutablage rausnehmen können und demzufolge könnten wir hier noch mal was, also eine Tasche oder sowas drauflegen. Aber ansonsten sind sie vom Volumen eigentlich relativ ähnlich. Der wesentliche geile Vorteil ist aber der Frank. Und wer noch nicht weiß, was ein Frank ist, das will ich euch jetzt zeigen. Und hier kommt der Frank zum Einsatz. Der Vorteil beim Elektroauto ist, er hat keinen Motor, aber zusätzlichen Stauraum. Und ich finde hier noch einen Koffer. Also im Verhältnis zum echt großen Audi A7 bekomme ich tatsächlich in den Sportwagen Audi e-tron GT Elektro mehr Koffer rein als in den A7. So, dann kommen wir mal zu den Mythen eines Elektroautos. Da gibt es Sprüche, die kann ich mittlerweile einfach nicht mehr hören. Und Leute, der eine Spruch, der nervt mich echt gewaltig. Wenn ich auf die Autobahn fahre und im Stau stehe, kann ich meine Klimaanlage nicht laufen lassen, weil das nimmt mir ja Reichweite. Ja, die Klimaanlage nimmt Reichweite. Aber mal ehrlich, fahrt ihr denn mit 20 Kilometer Restreichweite mit eurem Diesel oder Benziner auf die Autobahn? Sicherlich auch nicht. Das mache ich mit dem Elektroauto halt auch nicht. Und man muss dazu sagen, wenn ich mit meinem Verbrenner auf die Autobahn fahre und im Stau stehe und die Klimaanlage laufen lassen möchte, muss ich nicht nur den Motor dazu einschalten und die Umwelt belasten, sondern ja auch die Klimaanlage einschalten, die wiederum auch einen Mehrverbrauch erzeugt. Beim Elektroauto kann ich die Standklimatisierung nutzen und muss den Motor dafür nicht mal laufen lassen, also auch nicht den Elektromotor. Das ist schon mal ein wesentlicher Vorteil eher im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Also dieses Thema bitte echt abhaken. Wie gesagt, man fährt ja auch nicht mit einer Restreichweite von 20 Kilometer auf die Autobahn. Mythos 2. Wasserstoffautos sind die Zukunft. Und ich gebe euch zum Teil recht. Ich glaube auch, dass Wasserstoff in den kommenden Jahren, vielleicht jetzt nicht in den nächsten 5, aber 10 bis 15 Jahren mit Sicherheit immer mehr Interesse wecken und auch immer mehr in die Entwicklung gehen wird. Aber wenn man sich das genau überlegt, die Wasserstofffahrzeuge haben einen Wirkungsgrad von knappen 25%. Benziner, Diesel haben bis zu 40% Wirkungsgrad. Ein Elektroauto hat 70-90% Wirkungsgrad. Also meiner Meinung nach wird ein Elektroauto nie wieder komplett abgeschrieben werden. Mythos Nummer 3. Ein Elektroauto ist nicht CO2-neutral und tut der Umwelt nicht gut. Auch das ist wirklich Käse. Wir berücksichtigen die Herstellung genauso mit. Und wenn ich jetzt alle Verbrennungsmotoren einkalkuliere, habe ich trotzdem in der Bilanz einen höheren CO2-Ausstoß als bei einem reinen Elektromotor oder bei einem reinen Elektroauto. Also auch das ist tatsächlich Käse. Man muss sich einfach ein bisschen, ja, die Einstellung ein bisschen ändern. Es ist die Elektromobilität, die in den nächsten Jahren kommen wird. Die Zulassungszahlen zeigen es ja schon, die werden immer höher. Also alle Verbrennerfans, probiert es doch einfach mal aus. Steigt nicht auf den Zug mit auf, dass das alles doof ist, nur weil es neu ist, sondern sagt euch selber, ich probiere es mal aus, ich fahre sowas mal, ich teste es mal eine Woche, ich will selber wissen, wie das funktioniert. Und fahren lässt sich ein Elektroauto genauso wie ein Verbrenner auch, wenn nicht sogar geiler, weil das Drehmoment wirklich von Anfang an da ist. Ja, das kann ich euch nur mal mit auf den Weg geben. Probiert es, testet es und dann könnt ihr noch mal eine Entscheidung treffen. Wisst ihr, warum Elektroautos so wahnsinnig geil sind?
wegen dem Drehmoment. Und das Drehmoment ist wie beim Akkuschrauber, es steht immer sofort an. Und deswegen sage ich, jeder, der noch kein Elektroauto gefahren ist, probiert's aus, ihr werdet begeistert sein davon. Das macht echt Fehls. Ja, schwierig hier. Übrigens, solltet ihr von einem reinen E-Auto immer noch nicht überzeugt sein, dann kann ich euch zumindest die Hybrid-Variante wärmstens empfehlen. Wir selber nutzen jetzt seit über einem Jahr einen Audi A7 Hybrid. Der hat eine Reichweite zwischen realistischen 65 bis 70 Kilometer und wir haben sehr, sehr viele Kurzstrecken abzufahren. Also wir haben rein von den 16.000 Kilometern 70% über den Elektroantrieb genutzt, somit einen Haufen Geld gespart, Haufen Sprit gespart und wie gesagt vom Drehmoment her, das macht definitiv Spaß. Sofern die Möglichkeit gegeben ist. Ganz klar, wenn ihr jetzt in einem 20-Familienhaus wohnt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber alles andere, probiert's aus, ist auf jeden Fall funny, macht Spaß und ist ja effektiv. Man spart sich Geld. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön für die Zuschauer und oder an die Zuschauer. Und ja, euch dann noch einen schönen sonnigen Tag. Ciao.